Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hallo alle neu dazugekommenen Abonnenten, schön, dass ihr da seid und auch an die alteingesessenen Abonnenten. Hallo, heute gibt es mal wieder ein neues Video, allerdings beschäftigen wir uns heute mit einer kleinen Sache, nämlich einen kleinen Deko-Oktopus. Ich würde sagen, gehen wir gleich rüber zu Thinkiverse und da gucken wir uns an, was wir heute drucken. So, heute soll es sich um einen Oktopus handeln, aber um keinen normalen Oktopus, sondern einen, der, wie ich finde, wie ein Exoskelett wirkt. Er hat keine glatte Oberfläche, wie ihr hier das wahrscheinlich seht. Ist er wabenförmig sozusagen, also er ist durchsichtig, was natürlich das Drucken nicht unbedingt einfach macht, weil wir hier auf jeden Fall auf den Rückzug achten müssen. Da werden wir aber gleich nochmal genauer in Cura drauf eingehen. Ansonsten erstmal wieder großen Dank an Armstrong C, der dieses Teil für uns designt hat. Hier könnt ihr euch wie immer erstmal die ganzen Nahaufnahmen ansehen, wie er es designt hat. Und ja, schaut auf jeden Fall seine anderen Sachen an, was er sonst noch so hat. Und über ein Like wird er sich natürlich auch freuen oder über einen netten Kommentar von euch. Ansonsten, hier wird das Ganze mit einem Prusa gedruckt. Ich drucke wie immer mit einem Ender 3 mit einer Auflösung von 0,1. Da gehen wir ein bisschen höher. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal von Thinkiverse. Dann sehen wir uns gleich drüben in Cura wieder. Hier bei Cura angekommen, habe ich den Oktopus schon mal für uns reingeladen und dann gucken wir uns mal die Einstellung an. Wir drucken mit einer Schichtdicke von 0,2, ansonsten nehmt 0,1, so wie der Designer uns das empfohlen hat. Ich habe es in meinem Fall mit 0,2 gedruckt und es wurde auch ganz gut. Linienbreite 0,3, habe ich hier etwas feiner gewählt als die Düse diesmal. Anzahl der Wandlinien, denke ich mal, ist ja nicht so relevant. Ich habe es auf 5,5,5 gestellt überall, weil es noch vom alten Druck drin war. Das hat auch gut funktioniert, da habe ich keine Probleme in der Vorschau gesehen. Position der Z-Naht würde ich euch hinten empfehlen. Bei Cura heißt es hier zurück, aber damit ist hinten gemeint. Präferenznaht, wie ihr ja schon in meinen anderen Videos entnehmen konntet, wähle ich keine, da es da schon mal zu Problemen kam. Linienanzahl der zusätzlichen Außenhaut wird hier wahrscheinlich keine Rolle spielen, da wir hier keine geschlossene Außenhaut haben. Füllung habe ich 0% gewählt, obwohl der Designer 100% Füllung angibt, also staunig. Ich habe es mit 0% gedruckt und das hat super funktioniert. Drucktemperatur und die Heizbetttemperatur standen hier erst auf 60 Grad. Da musste ich auf 65 Grad hochgehen bis 70 Grad. Ich empfehle lieber ein bisschen zu warm als zu kalt in dem Fall. Den Fluss entnehmt ihr euren eigenen Erfahrungen von eurem Druckern. Druckgeschwindigkeit, ich habe jetzt hier mit 50 mm die Sekunde gedruckt, das lief einwandfrei. Einzug aktivieren ist hier ganz wichtig, weil wir hier lauter Unterbrechungen haben in dem Oktopus und da ist bei mir die perfekte Einstellung 8 mm mit 80 mm Einzugsgeschwindigkeit beziehungsweise 80 mm die Sekunde. Ansonsten Kombi-Modus einschalten, auf jeden Fall alle ein, dass er euch nicht oder möglichst wenig in die Außenhaut reinfährt. Die Kühlung, weil wir hier das ziemlich filigrane Strukturnamen 100% ab der zweiten Schicht. Stützstrukturen habe ich keine gewählt, das hat er auch so ganz gut hinbekommen. Und jetzt aber die Brim-Einstellung, die eine große Rolle spielt. Das ist nämlich ein Projekt für Brim-Fetischisten, die es lieben, danach eine halbe Stunde den Brim zu entfernen, bis auf den letzten kleinen Fitzel. Ich werde jetzt euch nämlich zeigen, warum. Ich werde jetzt diesen Brim einfach mal entfernen und werde das ganze Projekt jetzt mal slicen. Oh, jetzt dauert das eine Sekunde. Mein Gott, dauert das lange, was hat er denn da alles zu slicen? So, 2,5 Stunden und dann gucken wir mal in die Vorschau. So. Und da sehen wir nämlich, dass Schicht 1
hat keine Auflagefläche. Erst ab Schicht 2 sieht man, dass er ausfängt, die Arme zu drucken. Das heißt, euch würde das Ganze vom Druckbett runterfliegen. Aus diesem Grund nehme ich den Octopus und setze ihn etwas tiefer auf das Druckbett. Ihr könnt, wenn ihr den Octopus markiert, hier oben die Option Bewegen auswählt, könnt ihr mit dem blauen Pfeil den Octopus hoch und runter vom Druckbett bewegen. Ja? Und ich bewege den jetzt erstmal auf 0, so wie er jetzt ist. So fällt er euch, wenn ihr den oben loslasst, die linke Maustaste fällt er euch aufs Druckbett und wäre somit auf 0. Ich drücke den Octopus jetzt aber ein kleines bisschen auf das Druckbett. Da hatten wir es um 0,2 mm auf das Druckbett. Jetzt sind es 0,4. Ist auch nicht schlimm, wenn es 0,4 ist. Wie gesagt, wir reden hier von einem einzigen Layer. So, 0,2. Und jetzt slice ich das Ganze nochmal. Jetzt erinnern wir uns dran, dass wir jetzt 0,2 mm tiefer sind mit dem Octopus, als wenn wir das normal gelassen hätten. Gehen wieder in die Vorschau. Und jetzt sehen wir, dass die Arme hier unten schon bei Layer 1 unten auf dem Druckbett aufliegen. Ne? Das ist extrem wichtig. Allerdings sehen wir auch, dass Layer 1 nur ganz feine Fäden hier sind. Also das ist wirklich so dünn. Die sind so ja noch teilweise unterbrochen hier. Hat mir nicht so gut gefallen und deshalb habe ich den Brim aktiviert. Da kann man sich dann später nach dem 2,5 Stunden Druck quasi oder der 2,5 Stunden Vorfreude, um den Brim abzupulen, kann man sich denn richtig am Brim austoben, weil da habt ihr denn zwischen jedem kleinen Stück hier vorne, zwischen jeder Tentakel, auch von unten habt ihr denn schön Brim abzufummeln und mit dem Jetfeuerzeug schön glatt zu machen. Da hat man dann Spaß. So, hier sieht man den Brim. Und da hat das auf jeden Fall eine super Haftung auf dem Druckbett, egal was ihr habt. Ihr könnt es natürlich auch ohne Brim probieren, aber da wäre ich mir nicht sicher, dass mit nicht vom Druckbett abfliegt. Jo, so würde ich das Ganze jetzt, wie gesagt, erstmal in den Drucker werfen. Dann gucken wir uns wieder das Zeitraffer an. Und jo. So, wieder mal heißes Abschied nehmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir wohlgewogen und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von hier erstmal von Nico aus Nikos Welt.